Hallo, mein Name ist Inga Wingerova. Ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Heute mein neues Video, in dem ich Menschen helfe, die Suchtprobleme haben, die ein chaotisches Gefühlsleben haben, mit ihren Emotionen nicht zurechtkommen und vielleicht gar nicht mal wissen, was mit denen los ist. Menschen, die denken, etwas ist falsch mit mir, ich bin krank, ich bin schlechter als andere, ich bin nichts wert, ich störe andere nur, ich bin hier überflüssig auf der Erde und so Sachen. Das alles sind Themen eine psychische Störung. Etwas, was in der Kindheit seine Ursache hat. Und diese Menschen wissen oft gar nicht, was mit denen los ist. In diesem Video geht es um eine Borderline-Störung. Und dadurch ich weiß, dass viele von meinen Abonnenten Suchtprobleme haben, vor allem Alkoholsucht, aber jede Art der Sucht gehört zu dieser Borderline-Störung. Das wissen ganz wenige. Und hier habe ich schon was vorbereitet. Wir schauen jetzt. Leute, ich versuche euch wirklich zu helfen und ich werde in ganz einfachen Worten erklären, was los ist. Das ist der Verlauf. Da, wo die Sonne steht, das ist eine psychische Gesundheit, unser Ziel. Anfangen tut es bei schweren psychischen Erkrankungen. Das heißt, wenn ein Mensch eine schwere psychische Erkrankung hat, der muss von diesem Punkt bis dahin gehen. Also er geht auch diesen Weg hier, Borderline dann auch noch. Ja, der geht von da bis dahin. In diesem Video geht es um diese Borderline-Störung. Das sind unglaubliche Gefühlsschwankungen. Emotionen ohne Ende und der Mensch kann damit gar nicht umgehen und macht viel Blödsinn. Okay, ich habe diese Borderline-Störung auch noch in 4 Etappen geteilt, aufgeteilt. Der erste, also der am weitesten entfernte Punkt, sind Menschen, die sich ritzen, die sich verletzen. Suchtgefährdete gehören nicht dazu, also das ist wirklich der weiteste Punkt. Diese Menschen haben einen längeren Weg. Danach kommen Menschen, die ihre Wut, es geht hier immer um diese Wut aus der Kindheit. Diese Menschen, also diese erste Spalte, die richten diese Wut, diese innerliche Wut auf sich selbst und machen sich selbst fertig. Da sind auch viele, sind selbstmordgefährdet hier, hochsuizidal. Dann kommt diese Spalte, wo diese Menschen die Wut nach außen richten. Das heißt, die lenken die Wut von sich auf die äußere Welt. Die werden gewalttätig. Also das ist diese Spalte. Und dann kommt die Spalte, wo Menschen mit ihren Gefühlen nicht zurechtkommen, mit ihrem Wesen, mit ihrer Persönlichkeit, wo Menschen sich gar nicht definieren können, sie können sich selber nicht, sie haben keine Strukturen und sie können einfach sich selbst nicht verstehen, sie können ihren Gefühlen nicht vertrauen, sie können nichts mehr vertrauen und sind wie aufgelöst in diesem Universum. Und die versuchen natürlich mit irgendwelchen Mitteln irgendwelchen Halt zu kriegen. Da sind die Alkoholsüchtigen, Drogensüchtigen, Spielsüchtigen, das ist diese dritte Spalte, gehört zu Borderline. Und die letzte Spalte, die noch näher zur psychischen Gesundheit steht, ist die Spalte, wo Menschen einfach solche Gefühlsschwankungen erleben, Achterbahn, so ja, wie auf diesem Karussell, aber sie verletzen sich nicht, sie verletzen andere nicht und sie haben kein abusives, selbstgefährdetes Verhalten, dass sie
zu viel essen, zu viele Süßigkeiten, zu viel trinken, zu viel rauchen und alles Mögliche. Ja, wenn die das hier überwunden haben, dann gehen sie weiter und dann gibt es Neurosen. Das sind Störungen, wo ein Mensch alles richtig machen will. Menschen, die viel Angst haben, was falsch zu machen, das ist etwas so leichtere Form von diesen Störungen. Alle Menschen haben irgendwas meistens. Aber da, wenn du das überwunden hast mit deiner Sucht, dann gehst du diese Distanz, diese Etappe viel schnell, also ganz schnell bewältigen, dass du gesund wirst. Der erste Punkt hier ist natürlich immer auf das Suchtmittel zu verzichten, weil sonst ist der nächste Schritt nicht möglich. Genauso wie hier, wenn man sich selbst verletzt, dann ist der nächste Schritt, damit aufzuhören und so weiter. Und so, hier bei schweren psychischen Erkrankungen ist die Heilung schwierig. Das sind Einzelfälle, das sind ganz komische Zustände, wo ein Mensch plötzlich gesund wird und dann Rezidiv wieder kommt, also er fällt wieder in dieses Muster und ist wieder krank. Das ist schwierig. Borderliner sind heilbar. Jetzt schauen wir. Meine lieben Leute, wenn ihr das habt, bedeutet das nicht, dass ihr schlecht, dumm, wertlos und der restliche Schmarrn seid. Nein, die Ursache liegt in der Kindheit. Als ihr Kinder wart, konntet ihr mit euren Gefühlen nicht umgehen, weil die Eltern haben euch nicht gelernt, wie man mit diesen Gefühlen umgeht. Also eure Gefühle wurden nicht bestätigt. Entweder haben Eltern gesagt, spinnst du, deine Gefühle, deine Emotionen, du musst dich schämen dafür. Oder dein Gefühl hat etwas gesagt, aber die Erwachsenen haben was anderes gesagt. Und bei dir kam zu so einer Spaltung, weil du wusstest in dem Moment, dass dein Gefühl ein wahres Gefühl ist. Du konntest deinem Gefühl damals noch vertrauen und dann musstest du deine Eltern in Frage stellen und das ist sehr schwierig für ein Kind. Und so hast du keinen Anschluss an deine Eltern bekommen, sodass du dich selber, deine Persönlichkeit gar nicht definieren konntest, deine Gefühle, deine Emotionen, deine Reaktionen auf diese Welt und du warst ständig ausgeliefert deinen Emotionen, deinen Wahrnehmungen, deinen Gedanken. Und du hast dir angelernt, dass du schlecht bist, dass etwas mit dir vor allem nicht stimmt. Also, das ist immer ein Selbstwertgefühl, Selbstwertthema, immer. Selbstliebe, Selbstwert. Und das heißt, die Lösung aus dieser Borderline-Störung, die positiven Sachen sage ich ganz am Ende. Erstmals, was ist der Weg? Der Weg, Punkt 1. Du musst lernen, deinen Gefühlen zu vertrauen. Die Gefühle, die Emotionen, die du jetzt hast, die sagen dir die Wahrheit. Vertraue deine Wahrnehmung. Wenn du eine Struktur in deiner Persönlichkeit bekommen willst, musst du dir vertrauen. Du musst lernen, dem, wie du die Welt wahrnimmst, auch wenn du so eine bizarre Weise hast, diese Welt zu sehen. Die gehört zu dir. Du bist so. Das sind positive Punkte, zu denen ich noch komme. Du musst dem vertrauen, was du bist. Du musst das lernen. Das, was du fühlst, denkst und wie du die Welt siehst, du musst dem vertrauen. Denn Borderliner, ich kann das Positive doch jetzt nicht lassen, sind Menschen, die viele Sachen wahrnehmen und die liegen auch richtig. Okay, das ist Punkt 1, deine Gefühle zu lassen. Zweitens, lernen, mit diesen Gefühlen in eine gesunde Weise umzugehen. Dahinter steht ein enormes kreatives Potenzial. Du
bist ein Mensch, du musst deine Gefühle ausdrücken. Du musst immer offen reden, wenn was nicht passt. Du musst lernen, ohne Angst dich auszudrücken, zu sagen, was du willst, was du nicht willst. Das ist für dich so wichtig, wenn du gesund werden willst. Denn diese Möglichkeit hast du in der Kindheit entweder gar nicht gehabt oder deine Gefühle, Emotionen wurden ignoriert. Jetzt, um aus dieser Borderline-Störung rauszukommen, musst du lernen, dich ganz klar auszudrücken, reden lernen. Und dafür brauchst du auch eine Beschäftigung, in der du viel redest, viel Ausdruck, sehr gerne, also sehr gut ist was Kreatives, aber du musst zu Wort kommen. Deine Seele muss viel sprechen, dein inneres Kind, deine Persönlichkeit hat viel zu sagen. Das musst du lernen, damit du auch feste Strukturen bekommst in deiner Persönlichkeit, denn du hast keine Strukturen. Deine Eltern haben dir das nicht gelehrt. Die konnten selber wahrscheinlich sich selbst nicht definieren und konnten eigentlich das unmöglich weitergeben. Und was auch noch wichtig in diesem Video ist, befreie dich von jeglichen Schuldgefühlen, denn deine Eltern waren schuld. Die waren schuld. Das Kind ist nie schuld. Okay, die konnten nicht anders, das ist eine andere Sache, aber es ist was schiefgelaufen und richtig schiefgelaufen in deiner Kindheit. Nicht umsonst hast du diese Probleme, nicht umsonst hast du Drogenprobleme oder Alkoholprobleme oder solche Gefühlsschwankungen. Du wurdest nicht strukturiert von deiner Umgebung damals und das war die Pflicht deiner Eltern. Natürlich lieben wir unsere Eltern und natürlich haben die alles gemacht, was sie konnten, aber trotzdem, es ist schief gelaufen, es war nicht richtig. Du warst vielleicht sogar willkommen, aber sie konnten dir das dann nicht zeigen und du hast daran geglaubt, dass du nicht willkommen bist. Und mit diesem Gefühl bist du dann durch das Leben gegangen. Und dieses Programm, was dann in dir sitzt, will sich bestätigen. Und dein ganzes Leben dient diese Bestätigung von diesem Programm, dass du nichts wert bist, dass etwas mit dir nicht stimmt, dass du schlechter als andere bist, dass du ein Verlierer bist und bla bla bla. Das ist dieses Programm, was du in deiner Kindheit bekommen hast. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Da gibt es tolle Bücher, wie man sich umprogrammieren kann auch. Aber wie gesagt, der erste Schritt musst du lernen, dir zu vertrauen, deinen Gefühlen. Du darfst diese Gefühle haben. Und du musst lernen, mit diesen Gefühlen kreativ, konstruktiv umzugehen. Am besten so, dass andere Menschen davon profitieren. Man muss ja nicht immer auf sich selbst schimpfen oder auf die Welt oder über das Leben, sondern man kann ja die gleichen Gefühle auch konstruktiv verwenden, einsetzen. Genau. Und okay, jetzt was Positives, sonst wird dieses Video zu lang. Erstens, Borderliner sind Persönlichkeiten, die keine Standardmenschen sind. Das sind Menschen, die erkennt man einfach. Die sind auffällig in angenehme oder unangenehme Weise. Aber die haben trotz dieser fehlenden Struktur im Inneren haben sie eine Persönlichkeit. Die kennen ihre Persönlichkeit nur noch nicht. Die müssen lernen, sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Die sind was Besonderes. Durch ihre Kindheit, durch dieses ganze Theater, Kasper-Theater in der Kindheit, entstand diese bizarre, ungewöhnliche Persönlichkeit. Diese Menschen haben ein großes Herz. Borderliner sind Menschen, die viel, viel Liebe spüren können zu der Tierwelt, zu anderen Menschen auch. Allgemein. Und die haben eine offene Haut wie nach einem Brand. Ja, es liegt auch an der Kindheit, dass diese Menschen nicht gelernt haben, sich selber zu schützen. Also die haben wirklich eine verbrannte Haut und egal was passiert, die können zum Beispiel keine Kritik auch
ertragen und alles tut weh. Natürlich muss man damit auch umgehen. Da gibt es auch tolle Bücher, wie man an Schwierigkeiten wächst. Das ist alles ein Thema für Borderlines, für die süchtigen Menschen. Da muss man diesen Weg gehen. Man muss lernen, mit dem Stress umzugehen. Und ein Riesenpunkt, ein Rieses Plus für die Menschen mit einer Borderline-Störung ist, dass sie eine enorme Kreativität entwickeln können. Diese Menschen haben ein Potenzial, denn der liebe Gott hat nicht bestimmte Menschen benachteiligt und die anderen nicht, sondern er hat gesagt, okay, dieser Mensch kriegt, ja, das ist so, okay, eine schwierige Kindheit, dafür kriegt dieser Mensch ein enormes kreatives Potenzial, ein großes Geschenk. Und das ist deine Stärke. Und die musst du kanalisieren, so dass du deine Kreativität so einsetzt, dass sie zu deiner Heilung wird. Also lerne mit deinen Gefühlen umzugehen, deinen Gefühlen zu vertrauen. Dann an dich zu glauben. Dann deine Stress Unverträglichkeit, lerne mit dem Stress umzugehen, lerne, dass es nie mit dir zu tun hat, wenn andere Menschen schlecht drauf sind. Lerne, deine Haut, eine dicke Haut zu kriegen. Lerne mit dir selbst, mit deiner ungewöhnlichen Persönlichkeit umzugehen, ohne dich zu zerstören. Und der erste Schritt ist immer weg von den Suchtmitteln, weg von Selbstverletzung, von der Selbstzerstörung. Da kommst du nirgendwo hin, nur zum Friedhof. Der Weg ist nur zu dieser Sonne. Siehst du diese Sonne? Da. Nur diese Richtung. Weg von der Sucht. Dann kommen deine ganzen Gefühle natürlich zum Vorschein. Dann musst du lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Da gibt es doch genug Hilfe. Und dann magst du noch diesen Weg, wo du dich mehr stabilisierst, mit deinen Talenten umgehen kannst. Und dann wirst du als Gewinner aus dieser Situation rausgehen. Ich stottere schon. Dieses Thema ist für mich wichtig, denn ich kenne genug Menschen mit dieser Störung. Und diese Menschen brauchen tatsächlich Hilfe, weil sie einfach mit sich selbst nicht klar kommen. Aber du musst verstehen, so wie du bist, bist du voll okay, du genügst. Du musst einfach etwas lernen, was du in deiner Kindheit verpasst hast, was dir nicht gegeben wurde. Das heißt aber nicht, dass du das nicht jetzt lernen kannst, diese ganzen Fähigkeiten, mit Stress umzugehen, mit eigenen Gefühlen umzugehen, erwachsen werden. Das kann man alles lernen, egal wie alt du bist. Ich wünsche dir alles Gute. Ich werde noch weitere Videos zu diesem Thema machen. Das Thema ist sehr groß und finde ich sehr wichtig, dass wir über sowas reden, denn es gibt nicht so viele gute Videos zu diesem Thema, dass der Mensch, der selber betroffen ist, überhaupt versteht, was mit dem los ist. Ich wünsche dir alles Gute. Genieß den Tag, den Abend. Denk an dich, glaub an dich. Sei gut zu dir. Deine Inga.